Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zur weiteren Folge NBA 2K25. Hier zum Endspurt der Season mit den Bulls hier in Season Nummer 3. Wenn wir mal raufgucken, muss man sagen, sieht die Tabellensituation eher danach aus, dass wir es nicht ins Play-In schaffen. Damit war ja eigentlich auch zu rechnen vor der Season, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind hier aktuell 13. Ich denke nicht, dass wir das schaffen werden. Müssen wir mal gucken. Wir werden auf jeden Fall heute die Regular Season beenden. Als allererstes gucken wir uns aber natürlich die Draft Prospects an, beziehungsweise erstmal die Award-Kandidaten. Gehen wir hier nochmal rein. Wir haben nämlich aktuell Jokic, Anthony Edwards, Haliburton und Wemby als auch Antetokounmpo als MVP-Kandidaten. Bei den Rookie of the Year sind zwei Rookies von uns mit dabei, York als auch McKinney. Muss mal gucken, ob es einer von den beiden wird. Momentan der Top-Favorit hier vielleicht Dylan Adams. Der holt halt 1,3 Steals neben seinen 11,7 Punkten. Und John Duncan ist auch hier in der Verlosung. Beim Six-Man of the Year hat natürlich eine Sean Highland hier die besten Chancen, weil er einfach extrem gut scored. Dann wirst du es in der Regel auch. Beim Depoy haben wir hier natürlich Wemby, Antetokounmpo, Bessie mit in der Verlosung. Mobley als auch Davis. Most Improved, hier haben wir natürlich Terry, wir haben Scott. Wobei er ein Sophomore ist. Thompson, Pete Perkins, aber das sind alles Sophomores und ich verstehe eine Sache nicht. Wie viele Spiele hat Gidey? Ja, Gidey hat die 75-Spiele-Marke schon durch. Also guckt euch mal die Entwicklung bei Gidey an. Ne, von 16 auf 23,2 hier bei den Rebounds hoch, Assist hoch, Steals, Blocks. Also die besten Shots hat eigentlich Gidey oder noch ein anderer Mann. Da können wir auch mal kurz reingehen. Wenn wir da nämlich einmal nämlich zu den Mavs gehen. Ich gucke nämlich immer so ein bisschen noch wegen den Awards. Auch Hardy hat hier definitiv Chancen. Bei Hardy ist halt das Ding, er steigert sich halt nur in Anführungsstrichen in den Punkten, während bei Gidey halt viele Aspekte nochmal besser geworden sind. Aber für mich sind Hardy und Gidey die beiden Top-Favoriten. Aber gut, das zu den Awards. Wir gehen jetzt erstmal rein zu den Draft. Welchen Draft hatte ich jetzt zuletzt? Ich glaube, es war Kristic zuletzt, oder? Ah, jetzt war es SN, 2K oder NBA? Jetzt habe ich es nicht ganz im Kopf. Nee, ich glaube, es war der hier, oder? Mit K am Ende, Cafe, Kristic. Ich glaube, es war der NBA, ich vergesse es immer. Egal, gehen wir auf jeden Fall rein hier und gucken uns jetzt mal die Draft Prospects von 9 bis 16 an, bevor wir dann die Season beenden. Und zwar haben wir hier auf jeden Fall einmal Jeffrey Dean Cafe hier mit am Start. Und zwar ein Small Forward Schrägstrich Power Forward, der hier eben eine 76 hat, wenn wir mal auf seine Stärken gucken, gerade defensiv sehr stark ist. Potenzial bringt er mit. Er hat einen Freiwurf hier bei 84, das ist auf jeden Fall gut. Das heißt, wenn er zum Korb kommt, dann wird er die Dinge auch hoffentlich verwandeln. Wenn wir mal gucken, offensive Konstanz ist sehr gut, Perimeter Defense ist gut. Steals könnte noch mal ein bisschen besser sein, Help Defense IQ schwach, offensive Konstanz gut. 2,1 Meter großer Small Forward übrigens. Also hier bei den Steals gut. Sehr solider Wurf und hat das Potenzial, es zu einem Ausnahmespieler zu machen. Macht in Low Post niemanden Angst als Schwäche und sollte sich bei den Rebounds besser konzentrieren. Ebenfalls den Basketball-IQ ist fragwürdig. Wird aber teilweise als der beste Small Forward im Draft gesehen. Hier der 2,1 Meter große Mann auf Northern Iowa. Dann haben wir auf der 10 hier einen Deutschen, und zwar Lukas Beyer, Center Power Forward, 2,13 Meter groß. Hat eine gute Low-Post-Verteidigung, scheint ein Gespür für Steel zu haben, fühlt sich beim Werfen aus der Mittelrange sehr wohl. Schwächen hat er, leistet sich gelegentlich Finisher bei der Ballabgabe, schlechte Reflexe, immer einen Schritt zu langsam. Okay, wenn wir hier mal gucken, Post-Defense sehr stark. Potenzial ist auch vorhanden, wenn man hier mal guckt. Nahdistanz sehr gut mit Ranger. Ja, könnte besser sein. Hookshot und Co. Da kann er immerhin ein bisschen was. Also wenn er sich entwickelt, dann könnte das was werden. Ist jetzt nicht komplett Katastrophe. Defense in der Zone auf 79. Das ist gut. Blocken 91. Okay. Also ein richtiger Shotblocker hier. Das ist richtig stark. Auch hier die defensive Konstanz absolut am Start hier. Also mit ihm kriegst du richtig viel Rim Protection. Dann haben wir hier Marshall Rice, den 1,88 großen Mann aus Kansas, Point Guard, Schrägstrich Shooting Guard. Wenn wir hier so ein bisschen gucken, offensive Konstanz extrem gut bei ihm. Das scheint aber auch seine größte Stärke zu sein, Schnelligkeit natürlich. Na gut, scheint halt viel Potenzial zu haben.
Genau, hat halt Potenzial, gute Reflexe, fühlt sich beim Werfen aus der Midrange sehr wohl. Schwächen lässt sich gelegentlich Fehlentscheidungen und kann kaum danken. Deswegen ist auch hier die Range, wie gut er wirklich ist, ziemlich, ziemlich groß. Dann haben wir hier aus Washington Carl Stewart nochmal einen Small Forward. Den haben wir jetzt noch nicht ganz zu Ende gescoutet. Trotz allem hier ziemlich gute Sprungkraft, guter Low-Post-Verteidiger und wirkt robust. Schwächen der Basketball-IQ. Ja gut, jetzt mit dem Buchstaben ist das nicht ganz so aussagekräftig, weil er hier halt überall ziemlich gleich bewertet wird. Naja, dann gehen wir weiter hier. Barry Baldwin, den haben wir wiederum zu Ende gescoutet. Den Center, 2,6 Meter großer Center. Also etwas kleiner geratener Center. Nahe Distanz kann er zumindest, das ist schon mal nicht katastrophal oder so. Wenn wir mal gucken. Defense in der Zone mit einer 71 blocken kann er. Okay, also auch er bringt Shot-Blocking mit. Ist sehr schnell für einen Center, muss ich sagen. Also 84 Schnelligkeit ist ungewöhnlich. Das ist richtig schnell, muss man sagen. Also das kann man mal machen. Interessant. Also es macht ihn wiederum ein bisschen interessant hier. Starke Sprungkraft, solider Low-Post-Verteidiger und kann seine Position behaupten. Hat Probleme beim Aufposten und lässt sich gelegentlich Fehlentscheidungen. Okay. Interessant. Dann haben wir hier Ryan Ware aus Urban. Power Forward, Schrägstrich Small Forward, auch 2,6 Meter groß. Solider Wurf aus der Mitte-Range. Guter Low-Post-Verteidiger, ein verlässlicher Scorer. Basketball-IQ und Spielübersicht sind fragwürdig. Bestenfalls mittelmäßige Sprungkraft. Okay. Na, hier mal guckt. Oh, Midranger mit B-Plus sogar bewertet. Also werfen kann er. Ja, sieht man auch hier 83. Ne? Korbleger kann er ebenfalls. Freiwurf und auch Dreier ist jetzt auch nicht schlecht. Postkontrolle ist auch gut. Hat leider kein Post-Fade, aber Hookshot, ja, ist auch nicht so stark. Ne? Aber mit der Kontrolle im Post, da kann man was anfangen. Blocken oder so ist ja jetzt nicht so gut. Hat Stärke 75 immerhin. Na gut, aber eher definitiv ein offensiv ausgerichteter Power Forward. Dann die letzten beiden Rookies, auf die wir schauen. Hier einmal Freddie Thule aus Australien, 2,8 Meter großer Center. Mit einer guten Post-Defense, A- dort. Potenzial C+, immerhin. Sieht aus wie Superman, okay. Seine Kraft ist über jeden Zweifel haben. Gut, der ist auch mit 2,8 Meter 121 Kilo schwer. Ah, kann er auf jeden Fall was. In seiner aktuellen Entwicklung ist er gut, aber nicht großartig von Steam von Bällen. Könnte sich zu einem wirklich guten Spieler entwickeln. Hat ein Unterdurchschnittsgespür, das sein eigentlich gutes Repertoire beeinträchtigt. Und ansonsten wird er teilweise als der zweitbeste Center angesehen im Draft-Jahrgang. Okay. Und dann der letzte Pick hier, Darius Burtons, mit den letzten Draft-Prospect, den wir uns angucken. Aus Utah. Small Forward haben wir jetzt auch nicht zu Ende gescoutet, wird hier. Ja, als fünftbester Small Forward angesehen teilweise. 5-6, ansonsten ist die Range hier wieder sehr groß. Gute Athletik, solider Wurf aus großer Distanz. Und er ist, er kann stehlen. Spielt schlecht, wenn er aufpostet, kein Finisher. Okay. Also Dreier kann er auf jeden Fall, das ist schon mal positiv. Der 2,6 Meter große Small Forward aus Utah. Ja, das erstmal zu den Prospects. Jetzt werden wir auf jeden Fall einen ganzen Schritt nach vorne machen. Und schon, sage ich mal, zum Ende der Regular Season vorschreiten. So, Leute, wir sind hier am letzten Spieltag der aktuellen NBA-Saison. Da gehen wir nochmal ein bisschen von Anfang an rein. Spielen hier auf jeden Fall gegen Damian Lillard, Wendell Moore, Marion Bushkamp, Harrison Barnes und Bobby Portis. Bei uns Giddey, Terry, McKinney, Buzelis und York. Springen wir mal rein, nochmal ein paar Minuten hier. Und schauen danach auf die Ergebnisse. Und gucken dann mal, wie wir so performt haben. Gehen wir rein jetzt zum Tip-Off. Wir spielen mal 5 Minuten. Gucken dann, ob wir danach nochmal eine enge Crunch-Time kriegen oder ob die Season dann beendet ist. Eine Sache kann ich jetzt schon sagen, damit war, denke ich, auch zu rechnen. Und zwar, dass die Ergebnisse jetzt nicht die allerbesten waren. Das kann ich schon mal sagen, aber damit habt ihr wahrscheinlich auch schon gerechnet. Dafür waren wir auch die ganze Saison zu trash. Jetzt hier Dame. Ja, der ist drinne. Portis hier. Josh Giddey. Dalen Terry. Dalen Terry. Wirft ihn rein. Stark. Kontert hier also die Punkte von Bobby Portis.
Damian Lillard. Push Camp. Dame, der ja in der Realität jetzt nicht unbedingt die beste Figur zuletzt so gemacht hat. Habe auch das Spiel gegen die Celtics beispielsweise gesehen, da hat mich Lillard echt teilweise aufgeregt. Da hat er auch nur 12,5% Dreierquote gehabt, 1 von 8 waren es, glaube ich. Irgendwie 26%, glaube ich, aus dem Feld waren, dass er so auch teilweise Würfe genommen, wo ich echt sagen muss, Junge. Ich meine, klar, wenn du gerade Dame Dollar Prime Lillard bist und alles funktioniert, dann nimmst du auch mal ganz wilde Dinger und dann triffst du die auch. Ja, aber wenn du halt in der Phase bist wie Dame aktuell, dann sollst du vielleicht gewisse wilde Würfe auch einfach mal nicht nehmen. Aber gut, ist echt schade, wie Lillard aktuell performt. Naja. Port ist auf jeden Fall hier wieder aus der Midrange. Ah, McKinney, nein, den kriegt er nicht. Buschgamp hat den. Und jetzt hier, der Ball geht zu Dame und den macht er rein stark. Damian Lillard. Guckt dann natürlich immer auf seinen Arm und denkt sich, yo, it's Dame Time. Buzelis. Ja, einmal verzögert. Oh, dann geht er nicht rein. Schade. York kriegt den Rebound auch nicht, sondern Portis hatte den. Rufen die NXT? Oh, der Ball ist bei uns. Das hat sich so angehört, als würden sie die ganze Zeit NXT rufen. Na, der geht nicht rein. York holt sich den. Und dann macht er ihn nach dem offensiven Rebound rein. Damian Lillard. Ohne Antetokounmpo spielen sie hier. Jetzt hier Wendell Moore. Lillard. Und Buschkamp. McKinney stört nochmal. Der geht aber rein. Josh Giddey hier. Dalen Terry. Na, York kriegt den. Terry. Terry mit dem Stepback mit Ranger. Nein, geht leider nicht rein. Schade. Oh, Dame, das geht so einfach. Das darf so nicht passieren. Der ist dann drin. Der ist drin hier von Damian Lillard. Flex da ein bisschen. Dalen Terry. Buzelis. Jetzt könnten wir hier vielleicht floppy laufen. McKinney, ja, macht das stark an sich. Der Fake. Und dann ist es... Ah, aus hier. McKinney läuft da so ein bisschen ins Aus. Wenn man das hier mal anguckt, letzte 5 Spiele 19,8 Punkte, 66% True Shooting, hat allgemein in der Season 14 Punkte per Game. Ist jetzt nicht so schlecht als Rookie. Schon viel besser als der allererste Draft-Jahrgang, wenn ihr euch erinnert. Oh, York stört noch gut, ja. Holt sich auch den Rebound. Terry. Oh, York hat das Mismatch. York. Ja. Der Ball muss dorthin. Buzelis macht den Dreier rein. Sehr schön. Macht den Dreier hier rein. Jetzt hier Lillard. Oh, und da ist Josh Giddey mit dem zweiten Steal. Mit dem zweiten Steal. Gibt den Ball jetzt ab auf Terry. Giddey. Giddey gegen Dame. Das ist ein wildes Ding. Holt sich nochmal den Rebound. Dann der 3 jetzt hier. Nein. Schade. Eine defensive Aktion noch, dann noch einmal offensiv. Damian Lillard. Portis of Moore. Eigentlich könnten sie über Lillard gehen. Sie haben das Mismatch dort. Na, gut gestört nochmal von Giddey. Stark. Starke Defense von Josh Giddey, von unserem. Ja, inzwischen kann man schon sagen, Star. Verzögert da, aber macht ihn nicht rein. Na gut, komm, gehen wir in die Simo. Gucken mal, ob wir eine Crunch-Time kriegen. Oh. Nee, wir kriegen keine Crunch-Time, weil wir hier die Bugs gerade komplett auseinandernehmen. Ja, komm, die letzten 3 Minuten 24 der Season spielen wir da auch noch, oder? Habe ich Bock drauf. Giddey soll auf jeden Fall rein hier, auf der Guard-Position. Und Levine sollte... Ne, Levine ist drinne. Es könnte das letzte Spiel wie Zach Levine auch sein, in unserem Trikot hier.
Weil wir werden seinen Vertrag erstmal so schnell nicht verlängern. Josh Giddey. Der Wurf. Boah, Ballball macht ihn rein. Stark. Gleich mal den Dreier reingemacht. Wie der Ref gerade geguckt hat. Damian Lillard gegen Giddey. Na? Ich sag ganz ehrlich, nochmal einen Rebound mit Giddey würde ich schon gerne holen. Damit er dann das Triple-Double hat. Aber erstmal hier diese super Defense. Aber Damian Lillard macht im Gesicht den rein. Und jetzt hier Josh Giddey will da einfach davon ziehen. Handoff. Oder lässt er ihn da stehen? Josh Giddey, nein. Der geht nicht rein. Zach LaVine, zeig da auch nochmal deine guten Momente. Willst du dich doch nicht mit nur 4 Pünktchen verabschieden? Ballball mit dem Block. Stark. Zach LaVine. Nimmt den. Oh, kein Foul. Ey, Ballball ist verletzt am Boden. Das ist das letzte Saisonspiel, Mann. Das ist das letzte Saisonspiel. Am letzten Saisonspiel verletze ich auch noch Ballball. Das ist doch scheiße. Ach komm schon, der Arme. Ey, in 2 Minuten 11 hätte der Feierabend gehabt. Hätte Saisonpause gehabt. Warum muss er sich verletzen? Schöner Screen. Terry. Nein. Ey, Mann, was ein Mist. Der ist drinnen. Bosch Camp hier. Jetzt Giddey. Josh Giddey. Nein. Jetzt ist natürlich noch ein bisschen Geballe. Komm. Ja, Giddey hat den Triple Double. Sehr schön. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt könnt ihr alle schreien: Stat Padder, Stat Padder. Aber egal. Oh, McKinney. Ja, Season ist zwar gleich vorbei, aber für McKinney heißt das trotzdem hier hart verteidigen. Nichts damit, ihn einfach machen lassen. Übrigens hat Buzelis 30 Punkte in dieser Partie. Also hat auch nochmal aufgelegt hier. Buzelis. Vielleicht legt er jetzt nochmal 32 auf. Chillt da auf jeden Fall nochmal so ein bisschen rum. Wir lassen ihn einfach hängen. Och, komm schon. Sie geben ihm echt einen Technical. Weil er zu lange am Ring gehangen hat. Hat einfach gechillt, dachte sich so, ja komm, ich chill dir jetzt die ganze Zeit. Ja, gut. Hätte man ihn doch jetzt lassen können. Aber er hat es auch schon ein bisschen übertrieben, ne? Hat es ein bisschen provoziert. Dame. Nein. McKinney. Jetzt hier Giddey. Seeles. Der Ball auf Josh Giddey. Der macht ihn nicht rein, leider. Also Giddey scoring technisch ist echt Müll. Boah, LaVine. Kriegen wir es noch hin, dass LaVine nochmal ein Pünktchen macht hier? Der hat nur 4 Punkte, Mann. Komm, LaVine, lauf mal. Nicht aufposten, nicht aufposten. Du sollst floppy laufen. Komm, Zach. Ein Dreier machst du noch. So einen schönen Dreier nochmal hier. Als vorzeitiger Abschied. Oder auch nicht. Der Rebound ist bei den Bulls. Bei uns, okay. Irgendwer sonst hin? Kriegt er den da noch? Kriegt er den da noch? LaVine, du sollst doch den... Ach Mann, du sollst doch diesen einen Bucket noch machen. Schwer. Giddey holt sich einfach nochmal hier den Block. Why not? Nochmal das Anspiel auf Zach LaVine. Nein, klappt auch nicht. Schade. Eine Aktion haben wir gleich noch für Zach. Da muss es aber auch klappen. Jetzt hier Jamison III. Das sind die ganz großen Namen heute. Hui, der ist drin. Okay. Wir wollen das eine Play nochmal für LaVine laufen. Komm. Ah, das war zu spät.
Wer eh daneben gegangen? Zach LaVine kann nicht mehr werfen. Scheiß drauf. Jetzt müssen wir ihn keine 50 Millionen mehr dafür bezahlen. Jetzt ist es mir egal. Jetzt kannst du gehen, Zach. Auf jeden Fall, Level hat hier beim letzten Spiel nochmal 37 gedroppt. Portis 19 und 10. Ja, Amenie Bouzidis 32. Terry stark. Ball leider sich verletzt. Triple-Double von Gede plus 3 Steals. Zach LaVine macht am Ende 4 Pünktchen in seinem letzten Spiel. 0 von 4 Dreier. Junge, Junge, Junge. Na gut, dann ist es halt so. Gucken wir mal auf die Ergebnisse. Und sehen hier Folgendes. Wir haben verloren gegen die Cavs. Na, wir machen es ein bisschen schneller. Wir haben verloren gegen die Cavs, gewonnen gegen Utah, nochmal hier verloren. Dann gab es den NBA Cup, da gucken wir gleich mal drauf. Es gab aber mehrere Niederlagen. Nochmal ein Sieg hier gegen die Magic in diesem eigentlich vielleicht wichtigen Duell. Am Ende hat es nicht ganz gereicht. Sieg gegen die Nets, dann hier einmal gegen die Thunder knapp. Leider nicht verloren, sondern deutlich. Ich dachte erst 113 und es sind 133. Das hat auch nicht geklappt. Und die letzte Woche folgendermaßen hier gegen die Kings verloren. Da war einfach nichts zu holen. Gegen die Warriors immer nochmal gewonnen hier. Ne, McKinney mit 39 hier richtig, richtig stark. Gegen die Pistons leider verloren, obwohl GD 48 Punkte gedroppt hat. Und jetzt eben der Sieg gegen die Bucks. Wir gucken aber einmal, Verletzungsbericht. Gezerrte Schulter nur bei Ball und York hat sich auch noch verletzt. Na gut, aber dann springen wir mal rein jetzt hier in die Award-Kandidaten. Sorry Leute, ich habe eine Sache natürlich vergessen, nämlich den NBA Cup, weil der verschwindet sonst gleich. Und zwar, hier im Osten haben sich tatsächlich die Toronto Raptors durchgesetzt als erster. Richtig stark hier, 14-1 Standing. Im Westen die Grizzlies, das war dann auch das Finale. Und das Finale gewonnen hat am Ende hier tatsächlich Toronto. In einem 104-98 Spiel. Also Glückwunsch an die Raptors zum Titel. Scottie Barnes und RJ Barrett hier mit den meisten Punkten hier auch in dem Game. Das war einfach Low Scoring teilweise hier von den Grizzlies. Aber gut, das auf jeden Fall zur NBA Cup. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Jetzt springen wir aber in die NBA Award Vergabe. MVP ist am Ende Anthony Edwards geworden, Leute. Also auch eher eine geile Karriere bisher. Ein Titel hat er mit den Timberwolves ja schon geholt, ne? Da wurde aber Julius Randle überraschend Finals MVP. Jetzt wurde er aber in dieser Season hier MVP mit 31,9 Punkten. 6,3 Rebounds, 4,4 Assists, 1,7 Steals, 0,7 Blocks. Die Quoten seht ihr. Glückwunsch an Anthony Edwards. Rookie of the Year. Leider am Ende nicht unser Spieler, sondern Dylan Adams. Der Mann aus Oklahoma, der viel Tampa spielt hier. An der 6 gedraftet ist der Rookie of the Year. 11,9 Punkte, 4,5 Rebounds, 2,5 Assists hier vom Small Forward aus Oklahoma. 1,2 Steals, 0,2 Blocks. Quoten können sich noch verbessern oder sollten sich noch verbessern, aber Glückwunsch an Dylan Adams zum Rookie of the Year. Sixth Man of the Year, Neshawn Highland, der letztjährige Most Improved Player, hat hier mit 18,5 Punkten allen voran von der Bank richtig was gebracht. Ne? Dreier ist bei ihm echt nicht gut. Umso beeindruckender, dass er ja fast 20 Punkte macht. Aber er ist definitiv jemand aus der Midrange und Co. Ja, da ist er gefährlich. Von der Dreierquote wird sogar immer schlechter, warum auch immer. Aber hey, es reicht für den Sixth Man of the Year Award. Depoy ist Wemby. 1,5 Steals, 2,8 Blocks. Das ist natürlich einfach stark. Wembanyama ist natürlich auch jemand mit seiner Größe, der ja einfach Wahnsinn ist mit seinen 2,24. Unglaublich. Unglaublicher Spieler natürlich. Und er ist der Depoy of the Year. Most Improved musste GD werden, Leute. Es musste GD werden. Er hat sich von 16 Punkten, obwohl er gerade mal ein paar Minütchen nur mehr kriegt, hat er sich von 16 Punkten auf 23,7 Punkte gesteigert. Übrigens auch auf 36 Minuten hochgerechnet hier eine Steigerung. Bei den Rebounds von 6,6 auf 9,6. Also fast ein Double-Double bei den Rebounds. Assists ging nochmal minimal hoch. Steals gleich geblieben, Blocks nochmal ganz minimal hochgegangen. Hochgerechnet auf 36 Minuten hat er ein Double-Double plus fast 7 Assists. Also das ist einfach nur stark. Josh Gede ist inzwischen ein Star in dieser Liga. Das muss man ganz klar sagen, von einem guten Spieler, talentierten Spieler bei OKC zu Chicago, wo man so gedacht hat, ah, schafft er es mehr zu sein als nur ein Roleplayer? Die Antwort ist ja, er ist ein Star inzwischen.
Die Frage wird sein, ob er dann es schafft zum Superstar. Das muss man gucken, aber ein Star ist er auf jeden Fall. Clutch-Player ist hier Jalen Brunson. Ja, mit 25,4 Punkten hier entsprechend 3,3 Rebounds, 5,2 Assists, 0,8 Steals. Rick Carlisle hier Coach of the Year. Executive of the Year, Rudolph Moore. Gucken wir einmal in die All-NBA-Teams. Da haben wir Edwards, Wemby, Halliburton, Doncic und Antetokounmpo. Was hat Giannis? 4 bis 6 Wochen raus, okay. Dann Gede hat es in All-NBA Second Team geschafft. Damn! Okay, das ist. Also, das ist auf jeden Fall auch ein Statussymbol. Muss man erstmal schaffen. Stark. Mobley hier. De'Aaron Fox, Scottie Barnes und LaMelo Ball. Cunningham, Booker, Harden, Jamal Murray und Trae Young im Third. Wemby, Mobley, Bessie, Antetokounmpo und Davis im First Defensive Team. Dann Thompson, Gobert, Holmgren, Embiid und Allen im Second. Im Rookie Team haben wir gleich. Haben wir McKinney, ne, haben wir Adams, Duncan, Fayet und York. Also gleich 2 Spieler im First Rookie Team. Miretic, Brooks, Crawford und Barlow und Mitchell hier im Second. Na gut, Leute, das auf jeden Fall dazu. Wir werden natürlich gleich die Playoffs und Co. simulieren. Wir gucken mal erstmal auf die NBA-Tabelle. Und am Ende sind wir eben 13. Wir haben halt mehr als 30 Siege geholt. Das ist immerhin minimal positiv. Aber ansonsten ist es natürlich keine gute Season von uns gewesen. Aber ja, was hätte uns eine Play-In-Teilnahme gebracht? Wahrscheinlich auch nicht so viel, wenn man ehrlich ist. Hätte man Charlotte schlagen können? Oh, tue ich mich schwer mit, daran zu glauben. Schlägt man dann Atlanta? Oh, die Hawks, ja. Doch, Atlanta kann man schlagen. Bei Cleveland sage ich aber nein. Ich sag mal so, hätten wir es irgendwie in die Play-Ins geschafft. Da wäre spätestens die erste Runde Playoffs raus. Also die Perspektive, irgendwie die fette Überraschung oder sonst was zu machen, wäre nicht gegeben. Deswegen ist es besser, dass wir raus sind. Enttäuschung schlechthin im Osten sind die Celtics. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht hier Boston mit nur 26 Siegen. Ja, das ist einfach Trash. Die beiden Franchise hier auch nicht so gut. Im Westen holen die Lakers nur 18 Siege. Junge, Junge, Junge. Das kannst du eigentlich auch nicht machen. Trailblazers, Suns, New Orleans, Houston. Die Bucks sind auch raus mit Giannis. Krass. Also das ist krass. Boah, die Play-Ins wären wild im Westen. Utah hat es in die Playoffs geschafft. Okay. Mit diesem Jungteam und George Gaiden und Co. haben sie es einfach mal in die Playoffs geschafft. Interessant. Minnesota übrigens das beste Standing der Liga. Also da auch Edwards das Ding wahrscheinlich verdient gewonnen. Gehen wir erstmal in die Stats rein. Erstmal Teamstatistiken. Punkte. Wo sind wir da? Wo sind wir? Ach hier, 5 bestes Team. Okay, ich habe uns einfach mal hier übersehen. 5 bestes Team in Sachen Punkten. Wir kriegen aber die meisten Punkte tatsächlich. Also defensiv sind wir halt eine Katastrophe. Einfach 32. so gesehen. Die Knicks die beste Defense. Dementsprechend natürlich auch die Differenz hier auf Platz 23. Feldwurfquote. 25, boah, auch nicht gut. Dreierquote. Wo sind wir da? 23. Freiwurfquote. 24, also da sind wir überall ganz schlecht. Offensive Rebounds. Wo stehen wir bei den Rebounds? Da sind wir. Ah, hier, 3. tatsächlich. Die 3 drittmeisten offensiven Rebounds holen wir, okay. Rebounds in total. Auf 2. Stark. Assist. Auf 27 wieder. Bei den Steals. Da sind wir zweitschlechtestes Team. Okay, bei den Blocks sind wir aber besser, oder? Das beste Team der NBA, was Blocks angeht. Turnover. Sind wir leider auch das schlechteste Team. Fouls per Game. 25. Punkte nach Turnovern. Ja gut, da sind wir auf 26. Second Chance Points.
Da sind wir auf 20 nur. Punkte in der Zone. Da sind wir 20. Und von der Bank aus machen wir die zweitmeisten Punkte, was natürlich an Zach LaVine und Co. liegt. Okay. Dann gucken wir mal einmal erstmal auf unsere Spieler. Wir sehen hier, Giddey hat das gut gemacht, auf jeden Fall mit 23,7 Punkten. Unser Topscorer hier, McKinney, 14 Punkte, hat das stark gemacht als Rookie. Williams hier 13 Punkte, ja, leicht nochmal gesteigert. Ballball, LaVine, ist halt schon enttäuschend, dass es wieder runterging, ne, von der Bank aus. Buzelis macht 11,4 Punkte, was jetzt auch nicht so schlecht ist, ne, bestätigt mehr oder weniger seine letzte Season. Ball hier auch mit 10,3 bestätigt auch seine Season. Dalen Terry war ja auch ein Most Improved Player Kandidat auf 9,4 Punkte hier. Na gut, na gut, na gut. Die meisten Spieler haben tatsächlich Giddey, Ballball, McKinney und York gemacht. Und Buzelis immer noch 81. Bei den Rebounds ist Giddey als Guard einfach unser bester Rebounder. Giddey ist unser bester Scorer. Unser bester Rebounder. Unser bester Assistgeber. Und immerhin auf Platz 3, was die Steals angeht, zusammen mit Patrick Williams. Hier ist Terry der Beste. Und York der Beste mit den Blocks. Na gut, gehen wir dann einmal rein in den Rookie-Bericht. McKinney, der beste Rookie-Scorer. Boheim hier auf Platz 2, wobei der nur 20 Punkte hat, Spiele nur hat, deswegen zählt er nicht mit rein. Dalen Adams, der zweitbeste Scorer, und dann Duncan, okay. Crawford hier übrigens ein kompletter Bankspieler bei den Spurs. Und der wurde dann eine 1 gedraftet. Also ich glaube, er ist schon eine kleine Enttäuschung. Wobei er macht halt... Ja, wobei auf 36 Minuten sieht das gar nicht so schlecht aus. Also ich glaube, er könnte jemand sein, der vielleicht mit ein bisschen Entwicklung noch was richtig Großes wird. Bei den Rebounds übrigens York der beste Mann. Also wir haben den besten Scorer, den besten Rebounder vor Miritecic, vor Brooks und Co. Duncan hier der beste Assistgeber. 5,8, ganz klar hier sogar. Also sehr, sehr deutlich. Ja, Adams holt die meisten Steals vor... Ja gut, er hat nur 6 Spiele. Faye hier, okay. Und Henry Forbes hier der Beste in Sachen Blocks vor York. Ja gut, Faith of Court und so lassen wir. Dann gehen wir jetzt in die geilsten Statistiken, nämlich in die Liga-Führenden. Ja, da sehen wir hier Edwards mit 31,9 Punkten. Jokic hat aber auch nur 60 Spiele gemacht. Na, dann Halliburton, Booker, Antetokounmpo, Wemby. Na gut. Bei den Rebounds. Wemby hier auf der 1. Richtig, richtig stark. Bei den Steals Halliburton, ne, gefühlt jedes Jahr auf der 1 hier. Also der hat auch inzwischen ein Career Average von 9,3 Assists per Game. Altmeister Hani mit am Start. Doncic, Young, Jokic und Co. Bei den Steals, wenn man hier mal guckt, Anthony Edwards hier auch ganz oben mit dabei. Aber Kawhi Leonard und De'Aaron Fox sind hier die absoluten Leader. Und Wemby mit 2,8 Blocks per Game, die klare Nummer 1, aber Bessie ist auch stark. Also die Entwicklung von Bessie ist auch wirklich geil, muss man sagen. Der hat sich zu einem defensiven Monster entwickelt. Wahnsinn. Wemby übrigens der beste Block, also der mit den meisten Blocks in dieser Season. Bester Rebounder und immerhin 6 bester Scorer, also auch eine legendäre Saison für ihn. Lively beste Feldwurfquote vor Zion, vor Duren. Beste Dreierquote von Klay Thompson. Mit 37 Jahren immer noch der beste Werfer hier. Dann Cunningham, dann Towns. Und beste Freiwurfschütze. Damian Lillard vor Conley, vor Harden. Okay. Und dann gehen wir natürlich noch in die letzte Statline. Ihr wisst es. Achso, nee, nicht Center und Co., sondern alle Positionen. Aber wir wollen natürlich das hier wissen. Nämlich das Efficiency Rating. Da ist Jokic auf 1, dann Wemby, dann Doncic, Halliburton und Anthony Edwards auch Top 5 der MVP hier. Oh! Josh Giddey ist beim Player Efficiency Rating bei 29,0 und ist damit der 7. effizienteste Spieler der NBA. Okay. Okay. Efficiency Rating hier, also Giddey ist einfach mal in einer Riege vor Cunningham, vor Booker, vor Sabonis, vor Zion, vor Embiid, vor Ja Morant, vor AD, vor Tatum, vor Mobley, vor Shai Gilgeous-Alexander, vor Mitchell, vor Holmgren, vor Scottie Barnes und wie sie heißen, und ist mit seinem Rating nicht weit weg von Antetokounmpo, muss man sagen. Krass.
Also Josh Giddey zeigt auch hier, wie legendär seine Season ist. Okay, Play-In. Atlanta gegen Cavs und Charlotte gegen Washington. Ja, komm, ich simuliere es mal. Gucken wir mal. Also. Denver setzt sich durch gegen Memphis. Spurs haben sich gegen Clippers durchgesetzt und Memphis haut dann die Spurs raus. Und hier Cleveland erst gegen Atlanta verloren. Charlotte hat sich gegen Washington durchgesetzt, aber Cleveland haut dann Charlotte raus. Simulieren wir die erste Runde, da mache ich jetzt auch keine Predictions. Gibt es irgendwelche Überraschungen? Ja, gibt es. Es gibt dicke Überraschungen. Minnesota. Minnesota, aber ohne Morant, glaube ich, ne? Was laber ich ohne Morant? Memphis sind mit Morant. Edwards ist fit, Randall ist fit, Gobert ist fit. Die Minnesota Timberwolves als Erstplatzierter, als das beste Team der NBA, ne, vom Standing her, sind raus in Runde 1. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Golden State haut die Kings weg. Utah setzt sich gegen OKC. Was sind das für Playoffs? Was sind das bitte für Playoffs? Und Dallas setzt sich gegen Denver durch. New York relativ souverän gegen Cleveland, dann 4-1 Toronto, 4-2 Detroit, 4-2 Indiana im Osten, keinerlei Überraschungen. Okay, also Curry und Co. gegen Ja Morant und Co. Ich sag Stephen Curry und Co. gehen in die Conference Finals. Jetzt haben wir Dallas. Dallas ohne Doncic, aber mit ihrer guten Truppe gegen die jungen Jazz. Die Jazz kommen weiter. Jazz in 7. Golden State in 6. New York, die waren zweimal im Finale. Die wollen auch dieses Jahr ins Finale. Ich sag New York in 6. Und hier Indiana. Boah, wobei die sind gut, die Pistons. Ne, Indiana in 7. Indiana in 7. Wir gucken mal. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. New York ist raus. Detroit, okay, da habe ich fehlpredicted und hier habe ich auch falsch predicted teilweise. Hier gab es Game 7, da gucken wir mal kurz rein. Ja gut, 106 am Ende hier für die Warriors gegen die Grizzlies. Hier Game 7. Ne, 128 zu 96, okay, das war dann deutlich. Und das Game 7 hier. 124 ganz knapp hier mit Scotty Barnes und Co. zu 119. Okay, Conference Finals. Entweder die Mavs ohne Doncic, die einfach mal beweisen, yo, Luca, wir brauchen dich gar nicht. Was irgendwie ziemlich hart ist, wenn man überlegt, ne, Luca mit seinen Trailblazers. 15. Und die Mavs sind einfach in den Conference Finals ohne Luca Doncic. Das ist crazy. Oder sehen wir hier nochmal Stephen Curry ohne Draymond Green? Wo ist der? Ist der verletzt? Ja gut, mit einem schwächeren Draymond. Aber ohne Klay Thompson, ohne krasse Unterstützung, ohne Kevin Durant. Kann er nochmal einen Titel holen? Holt er sich NBA-Titel Nummer 5 mit 39 Jahren? Boah, welche Storyline wird hier geschrieben? Oder doch die Pistons? Doch die Raptors? Ich sag die Warriors in 6, Pistons in 7. Gucken wir mal. Stephen Curry schafft es in die Finals gegen Kate Cunningham. Und guckt euch das mal an. Game 1 ging an die Mavs. Game 2 ging an die Mavs. Game 3 ging an die Mavs. Die Golden State Warriors und Stephen Curry haben ein 3-0 gedreht. Was ist das für eine Karriere von Stephen Curry? Der hat schon 4 Titel. Der hat schon MVPs. Der ist schon der beste Dreierschütze of all time. Der hat das beste Team aller Zeiten in der Regular Season angeführt. Und er ist der erste Spieler, der ein 3-0 in den 4-3 dreht. Und dabei 38 Punkte scored. Übrigens hier Detroit. Ne, im letzten Game auch gewonnen. Okay, okay. Ich will, dass die Warriors das machen. Die Warriors in 7. Die Warriors in 7. Die Pistons sind Favorit. Aber ich will, dass die Warriors das machen. Pistons 1. Komm schon, bitte Stephen Curry. Ah, komm schon. Bitte Stephen Curry. Oh, das ist scheiße. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Cunningham hat genug Zeit. Egal.
Egal, Stephen Curry hat die nächste Legende geschaffen um sich. Cade Cunningham, Finals MVP. 28,8 Punkte per Game, 5,5 Rebounds, 9 Assists, 0,5 Steals, 0,5 Blocks. Die Quoten seht ihr. Herzlichen Glückwunsch an Cade Cunningham und die Detroit Pistons. Es ist trotzdem bitter. Es ist trotzdem irgendwo bitter, muss man sagen. 115-96 das erste Game, dann 116-136, da war nichts mehr zu machen. 104-96 und dann 139, ja gut, da war nichts zu machen. Ich will trotzdem mal kurz auf Stephen Curry reingehen. Mich interessiert das jetzt gerade. Warriors hier hinten. Also Curry macht, ne, der Mann ist, der bringt dieses Team in die Finals als Star in seinem 18. Jahr. Der Mann ist 39 und macht den Playoffs 27,7 Punkte. In der ersten Runde 28,4, in den Quarterfinals hier 31, gegen die Mavs 27,4 und in den Finals immerhin nochmal 21 Punkte, aber da war dann nicht mehr so viel zu machen. Ey, Legende. Legende Curry. Aber Glückwunsch an die Detroit Pistons. Die sind NBA Champion hier geworden. Haben es geschafft rund um Cade Cunningham. Und damit ist die Season beendet. Und damit sehen wir uns zur nächsten Folge. Zur vielleicht interessantesten Offseason mit den Bulls hier. Schaffen wir es, einen Superstar zu holen? Schaffen wir es, endlich in den Win-Now-Modus zu gehen? Oder schaffen wir es nicht und damit wird der Rebuild langsamer und weitergehen? Werden wir rausfinden in den nächsten 2-3 Folgen. Ich melde mich ab und bye bye.